Ja, sie sind trotzdem richtig gelandet. Es geht um Desperate Housewives. Ich bin gerade gestern erst wieder gefragt worden, was? Das guckst du? Ja, ist eine meiner Lieblingsserien, weil da steckt ganz viel Psychologie drin, ganz viel Lebenserfahrung. Und wenn Sie da genau hinschauen, dann können Sie tatsächlich etwas für den Alltag mitnehmen. Gestern zum Beispiel Susan, eigentlich mit Mike zusammen, freundet sich immer mehr mit dem Nachbar-Ehemann Carlos an. Die beiden verbindet nämlich etwas, nämlich ein... ja, gemeinsamer Mord, den sie zusammen mit den anderen Freunden begangen haben. Okay, der restliche Teil, das Ende, das ist ziemlich TV-Serie. Aber Mike, der wird immer eifersüchtiger auf Carlos, sieht die beiden zusammen rumhängen und er denkt, Susan hat eine Affäre mit Carlos. Das Ganze eskaliert und Susan und Carlos machen reinen Tisch, gehen zu Mike und sagen ihm offen und ehrlich, was läuft, gestehen auch den Mord, sagen aber eben auch, sie haben keine Affäre. Und nun könnte man eigentlich denken, dürfte Mike doch ganz zufrieden sein und glücklich. Sie hat nicht mit Carlos geschlafen. Er ist aber sauer. Und da geht es nicht um den Mord, sondern um die Beziehung. Und das liegt ganz einfach daran, dass ihr Partner gerne möchte, dass sie ihn an seinen Gefühlen teilhaben lassen. Was freut sie? Was belastet sie? Was ärgert sie? Worüber grübeln sie nach? Es geht nicht immer nur um das Miteinander schlafen. Das kann die Spitze des Eisberges sein beim Betrügen. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht um das Gefühle miteinander teilen. Und wenn sie das mit einem anderen tun und vor allem ausschließlich nur mit einem anderen tun, dann kann das manchmal schlimmer sein als ein klassischer Seitensprung.